Der Feind hört mit, oder besser gesagt schneidet mit. Das offensichtlich das Tableau zum Videoaufzeichnen von den Frickenhausenern. Gerd Joe, der erfahrene alte Coach in den 70er und 80er in der ersten Bundesliga unterwegs, unter anderem mit dem Mittelfranken Michael Münzinger. Hier haben wir das zweite Aufnahmegerät. Spitzeneinzel. Tischtennis, zweite Bundesliga, Sonntag, 12. Februar 2017. Erstes Heimspiel des TV Hildesheim. Alexander Fleming. Vor ein oder zwei Wochen ist er zum zweiten Mal Vize-Weltmeister geworden in seiner, na, ich weiß gar nicht, ob es seine mittlerweile erste Lieblings- oder doch noch seine zweite Lieblingssportart ist. Klick. Wall mit Sandpapier, die blauen Schläger. Da ist er in Spitze. Und er war ein bisschen platt im Finale. Er musste drei schwere Spiele hintereinander machen. Angeblich auch Krämpfe dann. Und hat dann gegen einen sehr starken Chinesen da das Endspiel verloren. Aber gehört zu den Weltbesten im Klickball. Das zweite Spitzeneinzel, Ogata. Sehr starker Japaner, spielt für Frickenhausen. Petr David schlägt auf. Und seine Aufschläge gehören zu den großen Stärken des tschechischen Meisters im Tischtennis-Doppel. Linkshänder, immer gefragt, der Doppelpartner. Peter David spielt auch sehr erfolgreich die sogenannte Challenger-Serie. In Ochsenhausen wieder. Da gibt es ja unter der Woche jedes Montag und Dienstag in. Dann von Mittwoch bis Freitag eine Turnierserie. Mit Spielern in der Stärke sehr gute Regionalliga bis zweite Bundesliga. Welches Halbfinale hat der Peter? Der Punkt war eigentlich schon weg. Er macht ihn weg. Bei dieser Challenger-Serie ist er beinahe das Maß aller Dinge. In der Jahresauswertung auf Platz 2. Da liegt dann allerdings noch der Altmeister vor ihm. Weit über 40 Jahre alt, Jewgeni Schetinin, die Defensiv-Ikone. Verteidiger, den sie einfach alle nicht knacken, die jungen Burschen. Das war ein klassisches 11. und ein erfolgreiches. So, das weitergeht. Schiedsrichter, Oberschiedsrichter Vogt, so ganz nebenbei auch. Bayerns
Einsatzleiter oder Mittelfranken ist Einsatzleiter. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Na, Bayerns Einsatzleiter gibt es wahrscheinlich gar nicht. Mittelfrankens BSRO. Ja, Einsatzleiter ist der Tillmann Kisslinge. Mann, Mann, Mann. Also, Sie sehen schon, der Herr Kommentator kämpft eifrig mit Demenz und Alzheimer. Herr Vogt, also Bezirksschiedsrichterobmann, jetzt haben wir es aber, das schwere Wort, von Mittelfranken. Und das müsste die, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, die Gattin von Martin Jendert sein. Inhaltlich richtig, ja. Also ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Langsam. Wie ist der Bogen? Das Wasser. Alles in der Oberpfalz. Wie geht das denn? In Unterfranken wohnen, in Mittelfranken Schiedsrichtern. Kann man auch machen. Hat das nicht immer die Margit Mörtel gemacht? Ja, wird jetzt doch geschmissen. So, kleines Pläuschen gehalten mit den Funktionären hier. Also die Frau Jendert sitzt da am Tisch. Yes. Da haben wir sie noch mal im Bild. Arbeitet für die Schiedsrichter in der Oberpfalz, wohnt in Unterfranken und ist heute zu Gast in Mittelfranken. Das nennt man Aktivismus in Sachen Tischtennissport. Kann es gehen, zwei Netzroller, trotzdem den Punkt nicht gemacht. Naja, die waren auch einigermaßen returnierbar. Unter den Zuschauern auch mal wieder Jörg Falkenstein. Als er da noch spielt und aufschlägt, Petri David. Sein Erkennungszeichen, die Kniebeuge vor dem Aufschlag. Was ist mit dem Schiedsrichter? Hat der was gesehen? Ja. Da müssen es dann die Sportler unter sich ausmachen. Das hat man ja jetzt gesehen. Im zweiten, den ersten hat Peter David ja gewonnen.
Der Japaner kommt etwas besser ins Spiel. Ins Spiel. Ja, man kann auch sagen, Peter David ist gerade nicht ganz auf der Höhe. Die Aufschläge, ich habe es schon gesagt, immer entweder sehr viel Unterschnitt oder Rollaufschlag, der dann aufgestellt wird und dann kann er natürlich verhaften. Da ist er stark. Sehr oft immer direkt im Wechsel ein Rollaufschlag, der dann zum Abschluss freigegeben ist und ein Unterschnitt, der direkt ins Netz fällt. Verbessern kann, dann ist es das, was wir eben gesehen haben. Die sind gut, seine Returns, aber die sind nicht gut genug, um noch eine deutliche Klasse höher punkten zu können. Wenn er die noch etwas aggressiver spielen könnte. Dann wäre er möglicherweise auch im hinteren Parkplatz in der ersten Liga erfolgreich dabei. Aber wir wollen ihn ja behalten, Herrn Heldboldstein. Die Kniebeuge, wie gehört. Mal gerade eine Auszeit beim Stand von 10 zu 10 im zweiten Satz. Da haben wir auch ein 10 zu 10. Mit einer starken Vorhand den Satzball abgewehrt, der Hildboldsteiner. Und gelegentlich, wenn er Zeit hat, macht er die Kniebeuge sogar, wenn er Rückschlag hat. Das war schon, ich hätte beinahe gesagt, gazellenhaft, wie er diesen Aufschlag, der doch sehr weit links außen ankam, da so. Ob es die Kniebeuge sind, die ihn da so herumspringen lassen. Das würde Satzgleichstand bringen für den Dänen Rasmussen. Und so ist es. Der Däne Rasmussen für Frickenhausen hier gleich der Aus zum 1-1.